Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf Banger One Piece. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich meinen Kanal geändert, beziehungsweise meinen Kanalnamen geändert zu Banger One Piece, denn der Name Anime-Banger hat nicht mehr wirklich gepasst. Ich bin auch gerade dabei, meinen Kanal neu zu updaten, beziehungsweise zu strukturieren. Ich habe nämlich auch einige Videos auf nicht gelistet gesetzt, es sind nur noch die guten Videos online, sage ich jetzt mal. Und so wie auch einen neuen Banner und Profilbild erstellt, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Jetzt werde ich quasi meinen Kanal von neu anfangen, von neu strukturieren. Und zwar gibt es für euch heute ein Format, was ich schon mal damals gebracht habe. Und zwar das Format, wer ist stärker? Kurz zur Erklärung, was bedeutet dieses Format? So wie schon der Name sagt, welcher der Charakter ist stärker? Also es werden zwei Charaktere nebeneinander gesetzt und besprochen, wer von den beiden stärker ist. Ich werde auch die Schwächen nennen. Und auch noch kurz auf ein Szenario eingehen, wenn sie beide gegeneinander kämpfen. Es werden wirklich lediglich die Stärken und Schwächen abgewägt. Und wer dann meiner Meinung nach ein Ticken stärker ist, ist aber natürlich auch immer Meinungssache. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. In dem heutigen Wer ist stärker Format sind zwei Charaktere vertreten. Zu einem der legendäre Kozuki Oden aus dem Wano Kuni Reich im Alter von 18 Jahren. Und auf der anderen Seite haben wir Lorna Zoro aus dem East Blue. Und wir nehmen hier Zoro ohne Enma, also mit seinen ganzen Schwertern, mit Shusui, komplett, wenn er ohne Enma ist. Und erst würde ich mal gerne anfangen mit Kozuki Oden zu seinen möglichen Stärken als 18-Jähriger. Und zwar denke ich, er hat sehr, sehr starkes Rüstungshaki. Wie komme ich darauf? Weil wir im letzten Kapitel gesehen haben, wie er diesen Berggott, dieses riesige Schwein, aufgeschlitzt hat. Und dort hat man auch das Rüstungshaki vorne an den Schwertern gesehen und das heißt, er hat schon sehr, sehr eine gute Kontrolle über das Enma, also besitzt er ein sehr, sehr krasses Rüstungshaki, weil das Enma verbraucht sehr, sehr viel Haki und er hatte damit null Probleme und das schon als 18-Jähriger. Bedenkt, er ist hierbei jünger als Zoro. Das ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Kommen wir zu seiner nächsten Stärke und zwar glaube ich auch noch, dass er eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit besitzt. Das haben wir nämlich auch gegen diesen Berggott gesehen. Er hat ihn so ziemlich schnell aufgeschlitzt und ich denke generell, aus meiner persönlichen Sicht ist Oden schon als 18-Jähriger einer der schnellsten Charaktere in Wano gewesen, was schon echt heftig ist. Man merkt auch, er hat ein sehr, sehr krasses Talent, was man echt nicht vergessen darf. Dann ist er auch körperlich sehr stark. Das haben wir zum Beispiel auch von dem Kozuki Tsukiyakis Diener gehört, dass er schon im Alter von 4 oder 5, keine Ahnung, einen Bären erschlagen hat und so weiter. Dass er einfach an sich sehr, sehr krass stark war. Das ist auch eine klare Anlehnung an Herkules. Und als 18-Jähriger könnte ich mir vorstellen, dass diese auch sogar Zoros übersteigt, aber ist eher schwer. Ich denke, dass sie da ziemlich gleich sind. Dann eine weitere Stärke, die jetzt im One Piece Universum bis jetzt noch nicht so krasse Relevanz hat, aber man sollte das auf jeden Fall nicht vergessen, dass Königshaki im Kampf auch sehr entscheidend ist. Also Oden besitzt auch Königshaki. Dies hat er sogar schon als 18-Jähriger wahrscheinlich eingesetzt. Das hat man zumindest so angedeutet mit diesen weißen Blitzen. Und natürlich seine ausgeprägte Schwerttechnik. Ich denke, dass seine Schwerttechnik sehr, sehr krass ist. Ich weiß nicht, von wem er genau gelernt hat. Vielleicht auch seine eigene Schwerttechnik. Ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass er im späteren Alter wahrscheinlich mit Ryuma und Mihawk einer der besten Schwertkämpfer der Welt war. Und dann zu seiner letzten Stärke, was man jetzt nicht unbedingt als Stärke nehmen muss, aber wollte ich einfach erwähnen, eben diese Enma-Kontrolle, weil er der erste und einzigste war seit Zoro, der es kontrollieren konnte. Ich meine, Zoro kann es auch noch nicht wirklich kontrollieren. Kommen wir zu seinen möglichen Schwächen, die jetzt nicht bestätigt sind, aber die aus meiner Sicht sinnvoll sind und man schon ein paar auch rauslesen konnte. Das erste ist wirklich eine Vermutung von mir, dass sein Vorahnungshaki, sage ich jetzt mal, relativ Standard ist, also nicht wirklich ausgeprägt ist, dass ein Oden einfach sehr, sehr krass Wert auf Rüstungshaki gelegt hat und mehr auch nicht, meiner Vermutung nach. Dann noch eine Sache, die ich finde, es schon Sinn macht, vor allem als 18-Jähriger, wo er sich noch nicht krass entwickelt hat vom Charakter, wo er nur noch sehr, sehr leichtsinnig und selbstbewusst war, denke ich, dass er nicht wirklich taktisch kämpft. Also er besitzt nicht wirklich eine Taktik, er ist einfach so von sich selbst überzeugt als 18-Jähriger, dass er sich wirklich mit seiner Stärke bewusst ist und nicht wirklich taktisch agiert oder überlegt, wie soll ich den Gegner besiegen, sondern einfach drauf losstürmt und dann denjenigen besiegt. Dabei denke ich, dass er seine Gegner unterschätzt, wegen eben seinem hohen Selbstbewusstsein und vor allem denke ich auch wenig Kampferfahrung, beziehungsweise meine ich damit einfach, dass er wenig starke Gegner gehabt hat in Wano Kuni, weil bis jetzt hat er ja jeden Gegner easy weggehauen. Das heißt, er hat noch nicht so viel Kampferfahrung gegen andere Leute oder gegen Teufelsfruchtnutzer oder etc. Braucht er eigentlich auch nicht wirklich, aber trotzdem
ist es eine Schwäche, die, sag ich mal, einem Zorro einen Vorteil verschafft. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass er, als er bei Roger war, auch um einiges heftiger war. Also, aber er ist schon als 18-Jähriger ein würdiger Gegner für Zorro, muss man dazu sagen. Kommen wir jetzt zu Zorro ohne das Schwert Enma. Kommen wir zu seinen Stärken erstmal. Und die sind relativ klar. Er hat sehr, sehr starkes Rüstungshaki. Er ist immerhin darauf spezialisiert. Wie auch viele Schwertkämpfer, muss man dazu sagen. Er hat sehr, sehr viele Techniken und auch, sage ich mal, wirklich gute Techniken, weil er eben drei Schwerter besitzt, hat er eben den Ein-Schwertstil, den Zwei-Schwertstil und den Drei-Schwertstil. Das ist halt dieses Krasse und deswegen kann er mit diesen Techniken, sage ich mal, Oden schon relativ überraschen, aus meiner Sicht. Weil Zorro besitzt nicht nur, sage ich mal, Techniken von seinem Lehrmeister, sondern auch eigene Techniken, sowie auch Erfahrung aus anderen Kämpfen. Das ist halt der Vorteil, weil Oden hat immer nur in Wano Kuni, deswegen hat er nicht wirklich Erfahrung mit Leuten, die, sage ich mal, einen anderen Kampfstil haben. Dann vor allem Zorro steckt sehr, sehr viel ein, ist auch klar. Um Zorro zu besiegen, braucht schon verdammt viel, um ihn niederzuhauen. Deswegen ist es auch klar. Dann seine hohe Ausdauer, also er kann im Kampf sehr, sehr lange, sage ich mal, kämpfen. Ist auch logisch, muss man jetzt auch nicht genau darauf eingehen, warum. Weil gibt es genug Beispiele damals gegen Kuma. Und nach dem Timeskip hatten sie bis jetzt noch nicht so einen Fall. Aber das wird noch in Wano Kuni genauer gezeigt. Dann seine hohe physische Kraft, also auch seine körperliche Stärke ist sehr, sehr krass, weil er immer trainiert und ist mindestens auf Oden-Level, wenn sogar nicht stärker. Kann man nicht sagen, aber ich denke eher gleich stark von der physischen Kraft. Kommen wir zu seinen möglichen Schwächen. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich nur zwei gefunden, wo man jetzt krass erwähnen kann, die jetzt gravierend sind in diesem Kampf. Sein relativ Standard-Vorahnungshaki, muss man einfach sagen, hat man im Kampf gegen Kamazo, finde ich, gesehen, dass sein Vorahnungshaki nicht wirklich sehr ausgeprägt ist, sondern wirklich auf dem nötigsten Standard ist, muss man einfach dazu sagen. Klar war Zorro abgelenkt, aber trotzdem, wenn man das Vorahnungshaki auf einem guten Level hätte, hätte man diesen Kamazo locker ausweichen können. Und das zweite ist seine gewisse Leichtsinnigkeit bei manchen Gegnern. Wie komme ich darauf? Und zwar gibt es Beispiele wie gegen Eki, gegen Kamazo. Das sind manchmal Gegner echt unterschätzt. Dies kommt zwar nicht so oft vor, aber ich finde, diese Leichtsinnigkeit im Kampf verletzt ihn auch immer wieder öfters. Und das ist halt das Problem bei Zorro. Das ist so meine Meinung zumindest. Aber diese Leichtsinnigkeit könnte man auch auf Oden übertragen, aber da haben wir zu wenig Beispiele, um diese zu nennen. Deswegen hat Zorro hier seine Schwäche. Kommen wir zur Gegenüberstellung von Oden und Zorro. Also wer hat jetzt mehr die Vorteile, wer mehr die Nachteile? Das ist ganz klar. Odens Vorteile gegenüber Zorro wären das Königshaki und seine Schwerter, wie zum Beispiel Enma, die halt eine hohe Zerstörungskraft haben und mit diesem Haki halt einen krassen Vorteil haben. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass Odens Rüstungshaki selbst als 18-Jähriger etwas stärker bzw. mehr Reserven hat als das von Zorro, aus meiner Sicht. Kann sich aber in Zukunft noch ändern. Und ich will gar nicht wissen, wie sein Rüstungshaki, Reserven und so weiter, gegen Kaido waren, wo er noch viel älter war. Das will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich ultra krass. Aber das waren so die einzigsten Vorteile, die Uzuki Oden als 18-Jähriger gegenüber Zorro hat. Kommen wir zu Zorros Vorteil gegenüber Oden. Seine krasse Ausdauer. Also ich bin der Meinung, dass die Ausdauer von Zorro höher ist als von Uzuki Oden. Bin ich einfach der Meinung. Ist natürlich rein spekulativ, aber denke ich schon. Wenn aber Oden älter ist quasi und stärker ist, wäre dann wirklich, glaube ich, Zorro am Arsch. Weil dann wäre Oden viel, viel weiter höher. Dann ist Zorro sehr, sehr taktisch im Kampf, also hat viele Optionen im Kampf, viele Varianten und, sage ich mal, relativ strategisch. Also ein sehr, sehr schlauer Charakter, bis auf natürlich seinen Orientierungssinn. Dann hat er sehr, sehr viele Kämpfe gehabt und dadurch mehr Kampferfahrung als Oden, vor allem weil Oden ja noch hier relativ jung ist. Zorro steckt wahrscheinlich mehr ein, ist jetzt auch bloß eine Vermutung, kann man halt wirklich nicht sagen, könnte aber halt ein Vorteil im Kampf sein. So, kommen wir jetzt dazu, wer von den beiden gewinnen würde in einem 1 gegen 1. Also aus meiner Sicht ist dieser Kampf sehr, sehr ausgeglichen und dieser Kampf würde wahrscheinlich sehr, sehr lange gehen, denn Oden hat zwar den Vorteil mit seinem Rüstungshaki, was er wahrscheinlich stärker hat, und seine, sage ich mal, Geschwindigkeit, aber der Vorteil von Zorro ist in diesem Kampf, dass er eben viel einstecken kann und durch seine viele, viele Techniken und Fähigkeiten im Kampf wird dieser Kampf sehr, sehr ausgeglichen sein und wird im Endeffekt wird aber, denke ich, Zorro gewinnen, auch wenn sein Haki wirklich unterlegen ist, aber auch nicht viel, muss man dazu sagen. Außerdem ist die Geschwindigkeit von Oden zwar enorm, aber ich denke, Zorro ist auch, sage ich mal, nicht gerade langsam. Deswegen, glaube ich, wird Zorro am Ende gewinnen durch seine Techniken und vor allem
weil er halt sehr, sehr viel einstecken kann und Ausdauer hat. Weil dieser Kampf ist wirklich ein Ausdauerkampf, wer als erstes quasi umfällt. Also ist in dem heutigen Video der Gewinner, zumindest aus meiner Sicht, der stärkere Lorna Zorro. Aber nur ganz knapp. Der Lord Oden, den wir in Zukunft bekommen, ist um ein Vielfaches stärker. Überlegt euch mal, jetzt schon als 18-Jähriger konnte er Zorro einen krassen Kampf geben, beziehungsweise war ein sehr, sehr knapper Kampf und sehr ausgeglichener Kampf. Ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, wer aus eurer Sicht denn gewinnen würde, Lord Oden oder eben Zorro. Könnt ihr oben bei dem i abstimmen, ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Und ansonsten gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solche Wer ist stärker Videos sehen wollt. Und ansonsten will ich mich noch bei dem Support von euch bedanken und es werden weiterhin coole Formate geben. Nächste Woche geht's richtig los. Like, Abo und Kommentar ist einfach ehrenvoll und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Ciao, euer Banger.